Schön, dass wir heute die Möglichkeit haben, Bruno hier vor dem Mikrofon zu haben. Ich freue mich persönlich erstmal im Namen aller 47er dir zu deinem 80. Geburtstag gratulieren zu dürfen. Du hast am 26.06. diesen letzten Monat die 80 vollendet. Stolz und Alter. Also nochmal Glückwunsch von allen 47er und ich hoffe, du wirst uns noch lange hier im Stadion und auswärts begleiten. Ich werde euch ärgern. Gut. Vielleicht, Bruno, wenn wir die Möglichkeit haben, dich hier vor Mikrofon und Kamera zu haben, kannst du kurz schildern, wie du angefangen hast mit Fußball? Was war deine ersten Station? Und vielleicht kannst du über deine 47er Zeit kurz berichten. Ja, meine schönste Zeit war bei Lichtenberg. Ich hielt vorab erstmal fest. Die waren 10 Jahre, 59 bis 69. Angefangen habe ich bei Motor Weißensee, heute fusioniert mit Weißensee FC. Da sind wir mit Motor Weißensee Staffelsieger geworden, der Junioren. Da habe ich sage und schreibe in jedem Spiel 9 Tore gemacht gegen Fortuna Pankow. Ist schon eine Menge heulen. Ja, ja. Minuten immer aktiv zu sein. Und bei Lichtenberg war eben der Aufstieg in der Oberliga. War schön, eine schöne Zeit. Aber ja, war in den 60er Jahren, 66. Wer waren deine bekannten Mitspieler? Otto Rosso, Paul Stutzke, Nana Degel. Und hinten die Abräumer mit dem Krebs und dem Schmerner. Den hat vom Ring geholt. Der war ein Ringer bei SG Unschönau. Und hat seinen Weg gemacht. Ja, ist ja noch interessant, aus der Entwicklung raus, welche Klasse hat damals nicht mehr gespielt? Na, immer in der höchsten Klasse, die dann da liegen, ja. Und dann sind wir aufgestiegen. Da waren die Eberswalde 3-1 gewonnen, in Stralsund 2-0 verloren. Und das entscheidende Spiel war hier in Welzo, haben wir 4-1 gewonnen. Da wollte mich Hertha gleich mit dem, gedacht, den Spaß lassen wir mal. Das ist gut, das ist gut. Dann bist du in Lichtenberg geblieben. Ja. Ja, wie war das damals, die Atmosphäre im Stadion? Na, die Zuschauer waren ja immens. Ja. Welche Zuschauerzahlen hatten wir denn? Ja, die Dynamo 1 gewonnen, 11.000. 11.000 Zuschauer. Die Anlasshof, die ehemaligen etablierten Berliner Vereine, immer 3.000, 4.000 Zuschauer. Also ich mach's mal jetzt übertrieben. Wir hatten so viele Zuschauer mit dem Training, die heute zum Spielen. Ja, das glaube ich. Du warst Publikumliebling hier in Lichtenberg. Ja, aufgrund der Tore, die hat besser gespielt. Ja, du hast auf welcher Position gespielt? Da kommen wir gleich. Links außen wieder Stürmer. Kommen wir gleich auf. Du heißt ja nicht nur Bruno, du heißt ja Bruno Flieger, Rudolf. Ja. Wie ist letztlich der Spitzname denn erklären? Ja, weil ich wohl dünne Beine hatte, ein bisschen schneller war als die anderen. Aha. Ja. Ja, und dann in der Torschützenliste war ich zweimal. Also die ganzen Jahre bei Lichtenberg, aufgrund der Spielanlage. Des ganz abgestimmten Trainings war ich immer in der Torschützenliste, entweder Rosso Rudolf, Werner Degler war noch im Einklang zu bringen, der hat die kalten Tore gemacht, hier mit unserem Rekalen Gewalt. Ja. Das war eine Nummer damals so. Ja, das war vielleicht die Taktik noch ein bisschen anders. Ja, ja. Können wir den Bogen spannen eigentlich zu heute? Du bist eigentlich zu fast jedem Spiel der 47er Oberliga-Mannschaft da. Wie gefällt dir das? Welche Wünsche, welche Vorstellungen hast du? Und also, was kannst du sagen, was für einen Eindruck hast du von der heutigen Mannschaft? Also ich muss mal sagen, spielerisch haben sich immense gesteigert. Du siehst, dass sie Jahr für Jahr immer kontinuierlich fast ohne Wechsel auskommen. Klar, der eine oder andere wird gehen, dann kommt der eine oder andere wieder. Siehe dies Jahr mit dem Sportfreund Hauwitz. Und dann dazu gekommen ist nach vergangenen Jahr Wahl hat uns leider verlassen. Viele sagen, es ist nicht so schlimm. Ich sage doch, er hat sich nach der Verletzung wieder zwei Halbserie gemausert. Und vor allen Dingen als Mensch und er wird auch noch. Was traust du der Mannschaft dieses Jahr zu? Nee, eigentlich eine ganze Menge, aber leider sind wir schon wieder vom Verletzungspech geklagt. Das ist ja leider so. Ich sag's ja, wenn wir die beiden Spiele ziehen, hier in der Strelitz und hier, die mit stark vielen Polen, Bumming, Spielertorgel kommen, dann haben wir ein Wortchen mitzureden. Was da gehandelt wird mit TB und so, da glaub ich nicht. Werden wir sehen. Ja. Haben wir denn irgendwie eine Story oder irgendeine schöne Anekdote aus der Tode aus? Mehrere eigentlich. Na, fangen wir mal mit Torbrüche in Johannisthal, Torbruch nach 3-1 Rückstand in Grünau. Wir hatten hier einen Schuster, der hat die Schuhe immer geflickt und Fuß darum gemacht. Der hatte Werkzeugbau. Ich glaube, ich glaubte da nicht, aber es ist nachvollziehbar. 4-3 waren noch innerhalb von 12 Minuten. Sehr gut. Wer hat das Tor kaputt gemacht? Ja, die sind eh gesprungen vor Freude. Vor Freude. Ja, ich war ein bisschen verfault. Ja. Ja, ja.
Du kannst ja, weil heute so viel Geld im Umlauf ist, vielleicht sagen, was ihr so im ersten Jahr so verdient habt. Da ist der Lothar Kienz, der ehemalige Mannschaftsleiter, Ernst durch. Die hatten also damals jeder unseren Privatsponsor. Ja, jeder. Hatte, ja, der eine hatte den Apotheker, der andere den Polster, der eine hatte die Wagen und Autohandel, da waren leider. Und ich hatte Erich Rieksa von VW Minol. Und da damals schon Auto gefahren hat, wenn wir eine Marken abgeholt. Beidloser Verkehr, vollendeter Kommunismus. Vollendet. Gut. Bruno, wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute. Bleib weiter unseren Lichtenberger treu. Das sowieso. So, bleib gesund. Ich sag mal, es werden ja nicht mehr alte Haudegen. Die eine oder andere hat uns verlassen müssen. Schon wieder, kam schon wieder toll. Ja, das ist ja gut. Also, ich wünsche alles Gute und wir werden uns wieder sehen. Entweder vor der Kamera oder im Stadion. Na, betet wäre mir angenehm. Gut, schönen Dank.